Naja, nun habe ich ja erzählt. Ich bin ja alte Lichtstrahlerin. Ja, ich wollte ja nicht so viel aus meinem Privatleben erzählen, aber so ein bisschen, wa? Können wir mal plaudern. Und das ist nicht ausgedacht, wenn ich das erzähle. Ich bin wirklich aus Lichtenrade, ja. Da bin ich in die Grundschule gegangen, da bin ich in die Oberschule gegangen. Ja, da habe ich meine erste Liebe kennengelernt. Und den alten Gauner. Aber darüber will ich hier nicht reden. Tja. Habe da in einem sehr schönen Haus gewohnt. Mit mehreren Generationen unter einem Dach. Das ist sehr schön gewesen, ja. Daran hängt mein Herz. Und als ich da weggezogen bin, habe ich viel zurücklassen müssen. Meine Mutter ist ja schon lange tot. Naja. Und darüber bin ich nie so wirklich hinweggekommen. Wo ich jetzt lebe, bin ich nie angekommen. Bin bis heute hier nie zu Hause. Nie. Die Wohnung ist schön, beziehungsweise das Haus. Das ist ja ein Haus, ne? Das Haus ist schön. Aber, ja. Wie heißt das so schön? Gebranntes Kind scheutet Feuer und alte Bäume soll man nicht verpflanzen. Und das ist leider passiert. Naja. Muss ich mit klarkommen? Muss ich mich mit arrangieren? Naja, andere haben noch ganz andere Schicksale. Ja, das ist für mich ist das ein Schicksal. Meine Mutter liegt auch. Die Strahlung auf dem Friedhof.